Wir leben hier im Wahlkreis Rhein-Neckar in einer wunderbaren Landschaft. Kraichgau, Odenwald, Rheinebene und Neckartal bieten nicht nur hervorragende Arbeits-, sondern auch exzellente Lebensbedingungen. Dabei brauchen wir gleichwertige Lebensverhältnisse im gesamten Wahlkreis, in Verdichtungsräumen wie in ländlich geprägten Räumen. Der ländliche Raum hat dabei große Stärken. Die Nähe zu Natur und Umwelt, ein hoher Freizeit- und Erholungswert, ein hohes Maß an ehrenamtlichem Engagement, stabile Sozialstrukturen. Aber wir müssen darauf achten, dass die ländlichen Räume von der wirtschaftlichen Entwicklung nicht abgekoppelt werden. Das A und O für die ländlichen Räume ist eine gute Infrastruktur. Wir brauchen ein gutes Straßen- und Schienennetz, einen funktionierenden ÖPNV, Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen vor Ort, eine funktionierende Breitbandinfrastruktur. Um unsere liebenswerte Kulturlandschaft zu erhalten, brauchen wir leistungsfähige Land- und Forstwirte. Wir wollen die bäuerlichen Familienbetriebe erhalten. Sie produzieren Nahrungsmittel von hervorragender Qualität. Deshalb haben sie auch Anspruch auf einen angemessenen Preis. Gerade wenn man den Hunger in großen Teilen der Welt sieht, kann man die Leistung unserer heimischen Landwirte nicht hoch genug einstufen. Umweltschutz, die Bewahrung der Schöpfung, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen sind zentrale Ziele unserer Politik. Gerade der Klimaschutz ist eine wichtige, auch moralische Verpflichtung gegenüber den künftigen Generationen. Dabei bedeutet Naturschutz und Umweltschutz heute mehr denn je große wirtschaftliche Chancen, große Entwicklungspotenziale. Auch hier bei uns in der Region nutzen wir sie gemeinsam.